hier schon mal einmal kurz testet, ob seine Pfeife geht. Das scheint zu funktionieren, ist ja auch nicht ganz unwichtig. Und dann gibt es ihm nochmal Shake Hands. Hier sehen wir Mauro Valente. Ob das ein Fingerzeig ist in Richtung Restrückrunde, bleibt abzuwarten. Den Fingerzeig liefert jetzt aber erstmal der Referee, der das Spiel nämlich eröffnet, in dem die Profis richtig ins Schwitzen gekommen sind. Das sind, jeder Fußballer weiß das, ganz intensive Themen. Und jetzt kommt hier der FC Seoul das erste Mal gefährlich über die linke Bahn. Viele Abschlüsse wurden dort trainiert. Hat es auch ein paar Mal geklingelt. Vielleicht ja auch jetzt. Boah, erste Unsicherheit da beim Keeper. Läuft er dann gleich mal um. Wenn ich schon den Ball nicht fange, dann nehme ich wenigstens meinen Gegenspieler. Jetzt vielleicht nochmal gut abgezogen und da fehlte dann jetzt wirklich nicht viel. Bobby Wood, 14. Park Dongjing. Die dann da immer probieren, schnell mal Konter einzusetzen. Jetzt die Möglichkeit für Amici, die er sich nochmal auf links legt. Aber einer zu viel. Ihr seht es, der FC Seoul steht hinten massiv drin. Sodass der HSV andere Lösungen finden muss. Und die findet Adrian Fein jetzt. Das war mal ein leckeres Tor. Findet da keine Anspielstation. Am 16er zieht einmal auf und schlänzt das Leder dann per Chip mit dem schwächeren linken Fuß wohlgemerkt ins lange Eck. Ja, schwächerer Linker. Wenn man das hier sieht, dann Chapeau, freuen wir uns auf noch mehr mit seinem starken Rechten. Einmal den Haken aussteigen lassen und den Wolter. Genau so, da war nämlich gar kein anderer da noch groß. Wunderschönes Tor, das schmeckt. 35. Minute 1:0 durch Adrian Fein. Haben es gesagt, wollen sich weiter zeigen, Spiel nach vorne. Sehr gute Balleroberung von Chris Moritz, jetzt sogar Überzahlspiel möglich. Amici hätte nochmal rauslegen können, probiert es aber selbst. Und auch da fehlt er erneut nicht so viel. Drüben wäre noch Jatta gewesen, der war blank. In Standardsituationen ausschaut. Sonny also mit der Ecke, chippt den da auf den ersten Pfosten. Auch das eine bekannte Variante, die schon das ein oder andere Mal Gefahr heraufbeschworen hat in der Hinrunde. Kriegt die zweite Chance und bringt den mal messerscharf aufs Tor. Dritter Ball, der bei Kinzombi ankommt. Aber Kinzo kann die Kugel dann nicht so richtig drücken. Scharf kommt Sonny Kittel nochmal an den Ball. Macht die nochmal scharf, sehr dicht da alles. Und nochmal Kittel, Kopfball dann von Lukas Hinterseer. Nächste Möglichkeit also für den HSV, ja. Und Seiten aus sogar. Muss da keine Ecke in Kauf nehmen. So ging es mit Einwurf weiter. Aber da heraus kombiniert sich Seoul ganz nett durch, bringt den Ball in die Mitte. Und plötzlich steht es 1:1. Starke Flanke vom Star des Teams, von Park. Und dann vollendet einer der nur drei Ausländer im Team, und zwar der Usbeke, die Nummer 9. Ali Bayev, der also anscheinend hat der Unparteiische die zahlreichen Spielerwechsel zum Anlass genommen, noch ein bisschen länger spielen zu lassen. Jetzt hat aber auch er genug gesehen und beendet dieses Testspiel.